In unserer modernen Landwirtschaft werden die Geräte, die wir einsetzen, immer größer. Sie arbeiten effizienter, arbeiten schlagkräftiger und werden aber auch leider immer schwerer. Gleichzeitig sind die Bearbeitungszeitpunkte für unsere Bodenbearbeitung nicht mehr so flexibel wählbar wie früher. Wir sind da sehr oft abhängig vom Wetter oder von der Bodenbeschaffenheit. Und umso wichtiger ist es, dass man sich mit dem Thema Raffendruck auseinandersetzt. Ich habe meine Bewirtschaftung dahingehend umgestellt, dass ich versuche, möglichst bodenschonend und alles zu tun, sozusagen, was dem Boden hilft. Und aus diesem Grund bin ich auch darauf gekommen, in eine Reifendruckregelanlage zu investieren. Der eine Grund ist sozusagen die nachhaltige Bodenbewirtschaftung, möglichst bodenschonende Bewirtschaftung, möglichst alles das zu tun, was dem Bodenleben weiterhilft. Und der andere Punkt ist natürlich ein wirtschaftlicher Grund, weil mit der Reifendruckregelanlage, mit der ich unterwegs bin, schaffe ich es so ungefähr aus eigener Erfahrung, ca. 10-15% Treibstoffkosten einzusparen, wobei ich persönlich, nachdem ich sehr viel auf der Straße unterwegs bin, eher mittlerweile mehr auf der Straße einspare als am Feld, weil ich früher mit einem mittleren Reifendruck in etwa unterwegs war. Und mit der Reifendruckregelanlage bin ich mittlerweile hochzufrieden. Gemeinsam mit der Landwirtschaftskammer haben wir vom Maschinenring ein paar Testaufbauten entwickelt, wo man sieht, was der veränderte Reifendruck für Auswirkungen hat, einerseits auf die Bodenverdichtung, aber gleichzeitig auf die Wirtschaftlichkeit und Effizienz. Reifendruckregeln bringt tatsächlich. Der ursprüngliche Zugang war der, dass man den Boden damit schonen kann, beziehungsweise längere Zeitfenster bei ungünstigen Bodenbedingungen nutzen kann und so dringend anstehende Arbeiten auch unter widrigen Bedingungen fertig erledigen kann. Ganz deutlich sieht man das bei dem Versuch, wo wir nachstellen, wie man die Zugkraft steigern kann. Durch Reduzierung des Reifenfülldrucks und durch entsprechende Ballastierung ist eine Steigerung der Zugkraft im Bereich von 10-20% durchaus realistisch. Ein deutlicher Unterschied in der Wirkung auf den Boden ist in dem Beispiel mit der Abschnittkante ersichtlich. Einmal sinkt der Reifen kaum in den Boden ein mit reduziertem Fülldruck. Mit hohem Fülldruck sinkt der Reifen sehr tief in den Boden ein, verdichtet den Boden sehr stark. Das heißt, die Krümmelstruktur wird beeinträchtigt, das Bodenleben wird deutlich beeinträchtigt. Die Wasserspeicherkapazität leidet sehr stark darunter, die Wasserdurchlässigkeit wird deutlich reduziert, die Durchlüftung des Bodens geht verloren und all das wirkt sich natürlich gravierend auf die Bodenfruchtbarkeit aus. Das Penetrometer ist ein verhältnismäßig einfaches Messgerät, mit dem man aber Verdichtungen im Boden, verdichtete Horizonte sehr gut darstellen kann. Der Eindringwiderstand sollte im Idealfall in einen gesunden, fruchtbaren Boden über den grünen Bereich nicht hinausgehen. Besonders gut sieht man die Kontaktfläche zum Boden durch den Kalkabdruck. Bei reduziertem Fülldruck verdoppelt sich die Auflagefläche, die Kontaktfläche zum Boden beinahe. Das heißt, der Bodendruck wird um dieses Ausmaß reduziert und die Traktion, die Zugkraft entsprechend gesteigert. Angenehmer Nebeneffekt ist eine deutliche Steigerung der Effizienz des Treibstoffeinsatzes. Ein realistischer Wert an Einsparungspotenzial im Jahresschnitt ist mit rund 10% durchaus anzusetzen. Mir ist nachhaltige Bewirtschaftung des Bodens sehr wichtig und die Förderung des Bodenlebens sehr wichtig. Und darum bin ich auf die Reifendruckregelanlage gekommen und würde sie jederzeit wieder kaufen. Das ist eine der besten Investitionen in seinen Boden, die man tätigen kann.